Bei uns haben Sie mehr Zeit als nur gerade 5 Minuten. Unsere Sendung dauert 60 Minuten und bietet einiges. Damit zurück zu dir, Dani. Der Thurgauer Regierungsrat Kaspar Schläpfer hat mit seiner Äußerung zu Medikamentenversuchen in den 60er Jahren an Verdingkinder für Irritation gesorgt. Bei uns gerade nachher Ruth Baumann, Mitbegründerin vom anerkannten Institut für Ethik im Gesundheitswesen. Wir reden mit ihr über die äußerst verstörende Bemerkung von Kaspar Schläpfer und über die Fragen, die sich nicht nur früher, sondern eben auch heute immer noch in der medizinischen Forschung ergeben. TVW mit 60 Minuten. Wir bleiben im Hintergrund dran an einer Äußerung vom Thurgauer Regierungsrat Kaspar Schläpfer, der es in sich hat. Er hat gestern in einem Beitrag von TVW mit Blick auf Medikamentenversuche an Verdingkinder in den 60er Jahren gemeint, man müsse auch den späteren Nutzen, der so Tests für die Medizin hatte, nicht außer Acht lassen. Ein Satz mit Zündstoff, der, wie wir in den News gesehen haben, bei den Betroffenen für Tränen gesorgt hat und auch für Reaktionen auf der Redaktion. Und sie erinnert an düsterste Kapitel in der Geschichte der Medizin. Allerdings hat Kaspar Schläpfer mit dieser Bemerkung etwas gesagt, was die Medizin eigentlich schon seit Jahren beschäftigt. Wie weit darf Forschung gehen, vor allem dann, wenn sie durch den Behandelten nicht abgesegnet worden ist? Bei uns im Studio Ruth Baumann, sie ist lange Jahre Mitglied der Nationalen Ethikkommission im Bereich Humanmedizin gewesen. Guten Abend, Frau Baumann. Wie wertet Sie die Äußerung vom Regierungsrat Schläpfer? Also das Problem ist natürlich, dass bei Forschungen jetzt an nicht Einwilligungsfähigen sich mal zuerst grundsätzlich die Frage stellt, wie sind die überhaupt stand gekommen. Nach dem Bericht auch von dem Betroffenen war es so gewesen, dass er für ganz unterschiedlichste Versuche einfach offenbar auch verwendet worden ist. Und da stellen sich natürlich ganz viele Fragen, wie ist es zu dem gekommen, wie ist das überhaupt möglich, dass so einem Kind eigentlich auch psychiatrische Forschung vorgenommen wird, wo nicht als psychiatrisch krank eingestuft worden ist. Also man hat den Grundsatz, dass eigentlich Forschung an Urteilsunfähigen nur dann durchgeführt werden darf, wenn sie nicht an Urteilsfähigen durchgeführt werden darf. Und grundsätzlich ist natürlich die Forschung an nicht Urteilsfähigen grundsätzlich ein riesiges Problem, das aber zwei Seiten hat. Jetzt kann man ja sagen, das mag man ja aus heutiger Sicht ein bisschen anders sehen. Nur da kommt ja eine Beurteilung über eine Situation von früher, wo man es vielleicht nicht besser gewusst hat. Aber das Urteil über den Nutzen kommt in der heutigen Zeit. Man müsste doch eigentlich besser wissen, als so eine Äußerung zu machen. Also das Problem ist natürlich vom Nutzen, den wir generell haben in der Forschung. Es ist eigentlich immer letztlich eine Benutzung, in Anführungszeichen, von einem Patienten, der quasi für zukünftige Forschungserlebnisse benutzt wird. Jetzt, solange er selber kann zustimmen kann. Und auch dort haben wir natürlich grosse Probleme. Was heisst die Zustimmung, wenn ich so abhängig bin? Aber jetzt in einer Situation, wo jemand gar nicht betroffen ist, wo gar keine Fürsprache hat, ist eben das natürlich eine der Hauptgefahren, die wir auch haben. Also wir haben ja auch sehr viel Forschung, die bei uns heute in der Schweiz im Ausland betrieben wird, um unsere Forschungsstandards zu umgehen unter Umständen. Und das ist an und für sich einfach nicht sehr sensibel für diese Problematik. Das heisst, es ist heute immer noch ähnlich schwierig, egal wann man forscht. Auch Tierversuche ist das ein grosses Thema oder in der Humanmedizin. Man bewegt sich immer in einer Art Grauzone. Also es ist immer eine Grauzone. Es ist immer die Grundfrage, was darf man überhaupt zumuten an einem Patienten zum Beispiel, der eben quasi jetzt für Forschung angefragt wird. Also wir haben auch einen Wechsel gehabt, zum Beispiel. Lange ist nur der Schutz vom Patienten im Zentrum gestanden. Dann haben die Patienten selber die HIV-Forschung angefangen, Forschung bei sich einfordern mit einer Chance. Und das ist immer bei einem wichtigen Punkt. Solange eben ein Forschungsuntersuch doch eine gewisse Chance für den Patienten selber hat, oder jetzt in dem Fall sogar für den Proband, dann ist das eine andere Situation, als einfach, wenn völlig unbetroffen an einem nicht urteilsfähigen Kind in dem Sinn geforscht wird, wo niemand in dieser Art und Weise offenbar auch Schutzverpflichtungen gehabt hat. Und jetzt von Sie, von der Arbeit aus der Kommission aus, wird denn dem auch nachgelebt? Oder gibt es immer noch Menschen, die halt Gefahr laufen, ungefragt an einem Versuch teilzunehmen, Koma-Patienten, vielleicht eben Kinder, Entmündigte oder vielleicht auch solche, die vielleicht altersschwach in einem Altersheim sind? Hat sich da was bessert? Also hat sich natürlich insofern bessert, dass wir heute Forschungsuntersuchungen müssen durch Kommissionen bewilligt werden, durch die sogenannten Ethikkommissionen für Forschung, das ist das eine. Aber es ist immer noch ein sehr gefährdetes Klientel. Also kommt immer die Frage, ja, wie wird informiert, wie wird denn das nachher auch kontrolliert, wenn zum Beispiel so ein Forschungsuntersuch durchgegangen ist. Das
Das ist die eine Seite. Die andere Seite aber, wir haben auch das Problem, dass gerade weil es so schwierig ist, Beurteilungsunfähige zu forschen, wir gerade bei Kindern einen enormen Nachholbedarf haben, zum Beispiel in Bezug auf Medikamente. Wir wissen wenig, was bei Kindern wirkt und was nicht wirkt. Weil wir eben eigentlich möglichst wenig an Kindern forschen. Also dort kommt dann so wie der Anspruch wieder quasi auch teilzahm medizinischen Fortschritt. Aber das andere ist natürlich eben dann die verbrauchende Forschung oder wo Forschung, die einfach dann auch schwache Menschen ausnützt. Und das ist natürlich, hat man nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich gemeint, mit den Nürnberger Kriterien, das sei vorbei, aber schon im 62 hat es wieder einen grossen Skandal gegeben in den USA, wo zum Beispiel Gefängnisinsassen Krebszellen gespritzt worden sind. Also es ist immer wieder auch, man muss immer auf der Hut sein. Und die Forschungskommission, ich bin selber seit vielen Jahren auch in der Forschungskommission, ich staune immer wieder auch, wie ja, mit was für Nonchalance manchmal dann doch auch die Forschungsgesuche eingehen. Also wo ich denke, das kann es ja nicht sein. Und andererseits natürlich, wir alle profitieren vom medizinischen Fortschritt, nur darf der nicht quasi legitimieren, dass man jetzt einfach würde wild an Menschen forschen. Das geht auf keinen Fall. Also das Thema bleibt sehr spannend. Wenn wir jetzt Ausgang von unserem Gespräch ist ja die Bemerkung vom Regierungsrat Schläpfer. In anderen Ländern, nehmen wir jetzt zum Beispiel Deutschland, wo relativ schnell nach so einer Bemerkung der Ruf nach einem Rücktritt laut. Soll er zurücktreten, wenn jemand so etwas sagt? Also es ist natürlich eine hohe Latte, die Sie setzen mit einer Rücktrittsforderung. Ich denke, eine Entschuldigung wäre sicher ganz, ganz wichtig. Den Opfer gegenüber auch. Und vor allem, aber ich finde ich jetzt, man muss dem nachgehen. Also man muss nachschauen, was ist jetzt in dieser Zeit gelaufen. Ist das eine Einzelsituation oder kann man sogar, oder muss man vermuten, dass das eigentlich eine gängige Praxis war? Und dann müssen wir natürlich schon, also nicht nur müssen wir, sondern muss man auch die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Und ich denke, das ist auch jetzt die Verantwortung der Regierung. Und ich hoffe in dem Sinn, dass der Herr Regierungsrat Schläpfer das in dieser Art und Weise jetzt auch aufnehmen kann und dann wirklich Druck macht, dass man dem wirklich auf den Grund geht. Frau Baumann, besten Dank für den Besuch bei uns im Studio.